Guten Tag, Leute. Ich bin wieder euer Pena Game. Heute ist wieder Okay, welcome FIFA everyone. mit Thanks dem for calling. We're gonna start FC with Liverpool. questions now. Eigentlich immer noch ein Traum, dass wir wirklich nach Liverpool kommen sind. Das ist so mega, Leute, dass wir es gepackt haben. Jetzt sind wir mal gespannt, Leute. Alphonso Davies einfach gut. Er war schon heftig, dass er nach Mailand gewechselt ist, Alter, Leute. Hoffen wir mal, dass wir heute ein gutes Spiel abliefern gegen West Ham United, Leute. Genau, wir müssen noch ein bisschen abwarten, Leute. Wir müssen abwarten. Die Mannschaft, wir sind gerade, das ist die zweite Woche, wo wir spielen, Leute. So wie man sagt, das ist. Oh, das war eine ganz so. Wie gesagt, Leute, das muss man so sagen. Unser Ding, der Takt. Aber wir werden heute versuchen, wieder so zu spielen. Und wir haben Alphonso Davies gekriegt, Leute. Und der aller mega. Das war mega, dass wir ihn gekriegt haben, Alphonso Davies einfach zu bekommen haben. Mega, ihn einfach zu bekommen, Leute. Und jetzt haben wir ein gut, jetzt haben wir wirklich ein gutes, jetzt sieht das Sturm, nur noch das Sturm fehlt vorne noch ein bisschen, Leute. Ein gutes Stürmer wäre halt jetzt noch mega. Richtig. Und okay, wir haben guten Geg Torhüt, Torjäger, Leute. Muss man sagen, wir haben einen starken Torjäger, Leute, vorne. Alphonso Davies einfach geholt, Leute. Das war. Alphonso Davies einfach. Alter, das Stadion sieht. Alles sieht so mega aus, Leute, die Stadions. Alle hier sind einfach mega. Dass wir Alphonso Davies gekriegt haben, Leute, das war mega Wandel. Boah, schade, erste Top-Shot für Liverpool, Leute. Er hat nicht ganz so schießen können. Wir konnten nicht so auf. Ja, gut, ruhig weiterspielen. Ja. Unser Ziel ist mit der Mannschaft mal erstmal gut vor. Erstmal bin. Erstmal ein bisschen Erfolg zu kriegen, Leute.
Alfonso muss man mehr mal gucken, wie man Alfonso zeigen. Mit Alfonso müssen wir erstmal gucken, wie wir es hinkriegen, oder bei aller Mühe. Was mit Alfonso Davies denn gekriegt haben, Leute, das ist schon mega, ehrlich gesagt. Ah, schade. Ah, hätte man vielleicht durchstarten sollen schon nur. Hätte man vielleicht durchstarten sollen schon. Alter, David Alaba wechselt nach Manchester. Alter, Manchester, oh. Alter Schwede, Junge. Das war Pech, Leute. Junge, das war halt ein bisschen. Das war Pech, Alter. Das war Pech, Alter. Boah, Schatz. Was? Ja. Ah, das steht, ah, die stehen halt gut in der Mitte, Leute. Die West, Junge. Alfonso Davies, erstes Spiel, erstes Tor für unser neues, für sein neues Team, Leute. Alter, erstes Spiel, erstes Tor, Alter. Ja, und er hat nicht mal richtig getroffen, den Ball, Leute. Er hat nur so ein bisschen angestupst gefühlt, Leute. War nicht nur angestupst. Und er ist da, Leute, unser Top-Torjäger aller einen. Können wir sagen, der neue Top-Torjäger von Liverpool, oder? Der neue Top-Torjäger von uns aller. Junge, der ist so gut.
Den hätte ich gehabt. Alter, der ist so mega. Ne? Ja, boah. Hat noch immer noch mit mega, mega Werte, aber ist er. Einfach eine Maschine, Leute, im Sturm. Und jetzt mit Alphonso Davies und Mo Salah hat er jetzt zwei mega gute Partner auf dem Flügel, Leute. Hat er jetzt zwei mega gute auf dem Flügel, Leute. Zwei auf dem mega auf dem Flügel, Leute. Ja. Und mit Van Dijk und mit dem Kroaten und dem Holländer haben wir zwei gute. Mit dem Van Dijk und mit dem. Ja, das war nicht schlecht, Alphonso Davies zu holen. Und dann haben wir auf beiden Flügeln Mo Salah und Davies. Alter, das sind zwei mega gute Leute. Und dann hat ihn, den Schweizerländler aus Schweiz, der nicht die Top-Werte hat. So, er ist nur 80 oder so, oder im 80er-Bereich, aber er macht einfach mega. Er macht halt mega, er ist halt wirklich mega guter Spieler, Leute. Muss man so sagen, er ist halt. Er spielt halt richtig gut. Also ich habe, Junge, ich habe aber Ball gespielt. Okay, ich habe aber auch ein bisschen auf dem Mann. Okay. Okay, ich habe auch ein bisschen auf dem Mann ge. Der war ein bisschen auf dem Mann, wird aber egal. Ruhig bleibe, dran bleibe, Leute. Ich wollte. Ah, die Idee war gut von Davies, sein Name.
Boah, die Idee. Na, wenn das geklappt hätte, dann wäre es Salah gut gewesen. Los, Mama Molly. Die ersten weg sollen mit Mama die Defensive. Okay, wir brauchen noch. Ja, nur der Stürmer ist. So, dann nehmen wir, wenn wir. Ja. Okay, wir müssen ein bisschen den mal rausnehmen, Leute. Ein bisschen zu schwach. Walla, mir Glück gehabt. Junge, das war Glück, Alter. Jetzt müssen wir ein bisschen ruhiger in der Defensive mal spielen, Alter. Also wollte man ein bisschen abbrechen. Ein Alfonso Davies ist, Alter, macht im ersten Spiel, Alter, schon sein Spiel, dass er gleich unersetzbar ist, Leute. Er macht sich gleich unersetzbar, Leute, Alfonso Davies. Er macht sich gleich unbezahlt, Leute. Alfonso Davies macht sich gleich mal unbezahlbar, Leute. Unbezahlbar, Leute, unbezahlbar. Das ist so wichtig. Das 3-1 ist wichtig, Leute. Weil wir kämpfen ja mit Manchester, West Ham United und mit den. Ein Spiel ist entschieden. West Ham United ist raus hier. Und wir bleiben oben, Mitglied. Wir bleiben an Menu dran, Leute. Wir bleiben an Menu dran, Leute. Wir bleiben an Menu dran, Leute. Also das erste Spiel so gegen Manchester United war halt am Anfang halt das Problem, Leute. Da haben wir halt dann noch nicht die Mannschaft so genau gewusst hätten. Ah, das war mein Film. Na, da hätten wir warten müssen oder woanders hinpassen müssen. Ah, schade.
Jetzt noch einmal Spanien in diesem Spiel, oder ist. Okay, zum Glück haben wir einmal die vier Tore geschossen. Das war nicht so der Plan, denn. Das war nicht so unser Plan, Leute. Aber jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. West Ham kommt jetzt ein bisschen zu gut nach vorne. Aber es sieht gut. Ah, wir müssen jetzt ein bisschen konzentrieren und dann werden. Boah, 4 Minuten werden noch nachgespielt, Leute. So ein bisschen Zeit schon mal laufen lassen. Und unser nächstes und weiter bleiben. Yes. Und holen und bleiben am Menü dran. Und das war wichtig. Oben dran zu bleiben an Manchester United. Es war wichtig für unser Team, dass wir dran bleiben. Das war es wichtig, dran zu bleiben. Ja, und dann so. Und hoffe, mal gucken, was Manchester United macht in der nächsten Zeit. Gut, es war ein schönes Spiel, schöner Sieg, 3 Punkte. Somit bleiben wir oben dran an Menu. We've got some questions for you. Nicht der geniale, der war genialer. Aber er kann noch mehr, Leute. Wenn er kann noch mehr, Alfonso. Naja, 2 Tore. Er hat's heute gesagt, er wird auf der Position unantastbar jetzt werden, Leute. Ja, am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber dann sieht man. War eine gute Teamarbeit, das war wichtig. Teamarbeit war wichtig und somit haben wir heute 3 Punkte und bleiben oben dabei. Wir müssen so lange, wir wollen so lange wie möglich oben dabei bleiben. Sozusagen oben in der Meisterschaft. Das ist so unser Ziel, die Meisterschaft. Ja, an die Meisterschaft. So, Leute. Ich würde fast sagen, Leute, wir machen mal die Entwicklungspläne würde ich mal sagen, mit meinem Mann.
Lass noch mal die. Lass mal erstmal die Positionen bei linke die Pol dass man die Positionen mir mal machen könnten, oder? Lass mal die Positionen mal von denen und so. Ja, man hat so viele Spiele. Ja, man müssen da mal, ja, das ist immer das Wichtigste, dass mal die Leute ein bisschen trainieren können. Ihn müssen wir ein bisschen aufbauen, mal Leute. Und die müssen wir ein bisschen auf die Defensiv spielen. Ja, die müssen wir mal ein bisschen aufbauen. Aber wir müssen jetzt mal ein paar Defensivspieler mal. Ja, wie gesagt, wir müssen ein paar Defensivspieler mal uns holen, Leute. Oder die mal aufbauen, Leute. Das wäre mal nicht schlecht, wenn wir die paar Defensivspieler mal aufbauen könnten. Weil man viele Mittelfeldspieler, die man ja mal erste ein, die der erste ein. Und ihn würde ich sagen, du mach noch mal, wenn es geht, auf Defensive machen. Nee, da kann ja auf Defensive gut. Ihn würde ich fast auch sagen, wo können wir ihn hinsetzen? Ah, könnte man auf die rechte, der könnte auf der rechten Seite mal spielen. Dann schauen wir mal, wo man ihn hin. Linkes Mittelfeld könnte man ihn hochbringen. Okay, gut. 7 für ein Defensive, das passt. Dann. Okay, dann gucken wir mal, wo man denn hin. Ach, auf die rechte Seite, würde ich sagen, Leute. Ihn gucken wir mal, ob wir auf die Defensive ihn nochmal kriegen. Bitte lass Defensive rechte. Linke Mittelfeld. Ah, da könnte man auf die Offensive nennen, Leute. Dann machen wir. Aha, dann Keita. Kann man denn. Keita noch irgendwie rum? Oh, Z2M, nee. Dann würde ich sagen, mach dann auch. Werde also mal rounder ein bisschen. Henderson. Okay, Anderson passt. Das passt. Das kann man auch so lassen. Dann kann man lassen. Linke Flügel kann man lassen. Das passt. Ja, da macht man lieber ein bisschen. Alter, wie viel Spiel? Aber dann so macht man auch, weil die sind eh alle ausgeglichen. Spielen machen, da sind wir ein bisschen drin, ne? Er wird so ein bisschen wie ein Knipser. Machen wir mal ein bisschen Handspielstation. Ihn machen wir mal. Er wird zum kompletten Spieler gemacht. So, Leute, und jetzt würde ich.
So, jetzt werden wir mal gucken, was wir jetzt noch, wie es, wo wir hin. Das nächste, zum nächsten Spiel simulieren wir jetzt noch, Leute. Trainieren wir noch ein bisschen zum letzten, nächsten Spiel, Leute. Das ist alles ein bisschen. Ja. Moni Scouting-Berichte. Ja. Okay, wir haben halt in die Dinge. So, Leute, trainieren. Bist du. Jetzt tun wir bis zum West Ham-Spiel noch simulieren, Leute. Und dann schauen wir mal, was passiert, Leute. Trainieren wir mit der Mannschaft noch. Und ich bin mal gespannt, wie es gegen West Ham United so abgeht, Leute. Bin ich mal sehr gespannt. Gegen Arsenal London. Das wird auch ein hartes, schwieriges Spiel. Machbar ist es, Leute. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie die Spiele so abgehen, Leute. Jetzt gegen, Und dann Champions League, und dann spielen wir schon. Aber wie gesagt, gegen Arsenal London spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.